Ja, herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin wieder unterwegs auf Lost Place Tour. Dieses Mal mit dabei, wie immer, der Jens. Dann heute unser Urbex-Führer. Sehr schön. Weiteren Location angekommen. Laufen wir jetzt schön verschneiden Waldweg runter. Und dann gucken wir doch mal, was uns da jetzt erwartet. Trampelfahrt. Ist hier noch Bier? Ich folge mal den Danöf jetzt hier. Scheiß, guckt euch das an. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist eine krasse Location, oder? Krass. Guckt euch das an, wie viel hier noch Einrichtungsgegenstände unterwegs ist. Oder hier, die Mona Lisa, oder? Was auch immer das ist. Heftig. Da ist sogar noch eine Waschmaschine drin. Krass. Schaut euch mal hier noch an, was hier an. Ja, Gegenstände noch da ist. Und jetzt zeige ich euch mal was richtig krasses. Oder? Heftig. Wenn das nicht mal heftig ist. Hier ist noch alles da. Alles noch hier. Also da fragt man sich dann schon, warum das verlassen worden ist. Aber das ist schon. Das ist schon mega. Guckt euch das hier an. Krass, oder? Schaut mal hin. So viele Details noch da. Also das ist jetzt mal wieder ein Lost Place, der komplett unberührt ist. Und das eine richtige Zeitkapsel ist. Ist das nicht krass? Wahnsinn! Schaut euch das hier an. Schaut euch das hier an. Das ist ja unfassbar, wie viel Einrichtung hier noch am Start ist. Jägermeister. Also Jungs, ich bin jetzt gerade echt baff, dass man sowas hier bei uns in der Gegend findet. Krass. Wahnsinn. Schon der helle Wahnsinn, oder Männer? Guckt euch das an. Krass. So. Schon Killer. Schon richtig Killer. Also diese Location könnte für das Jahr noch mal so eine Top-Location werden. Aber guckt euch das an. Das ist schon... Also ich kann es nicht... Mir fehlen einfach die Worte. Lasst auf euch wirken. Damit ihr seht, Leute,
dass wir keinen Scheiß erzählen. Alter. Krass, oder? Also das ist schon der Hammer. Das ist schon richtig tricky. Geht der Strom? What the fuck? What the fuck? Krass. So viele Details. Das Ding ist ja, ich kann es nicht mehr sagen. Also wie ihr schaut, wie gesagt, Strom geht auch noch. Also das hätte ich jetzt am wenigsten erwartet. Aber geht, funktioniert. Jens ist auch wieder am Start. Und den guten Herrn hier, den Herrn Bungerlöw, haben wir zu verdanken, dass wir hier sein dürfen. Und das ist schon, alter Schwede, das ist schon so eine Location. Ich glaube, da kommt man jetzt ganz einfach oder schnell oder wie auch immer man es nennen will, nicht hin. Und das ist schon, bin jetzt hier schon tausendmal durchgelaufen und bin immer wieder erstaunt, was hier im Endeffekt an, ja, Sachen zu entdecken gibt. Guckt euch das an. Sogar hier geht der Strom noch. Wahnsinn. Also ich hätte ja wie gesagt mit vielen gerechnet, aber dass dann auch noch der Strom geht, dann kann ich gleich noch ein Bild machen für Insta, wo der Strom, dass der Strom funktioniert. Krass. Guckt euch das an. Lichtlampe geht. Da kann ich jetzt noch ein paar Detailfotos machen. Krass. Guckt euch die Location an. Diese Details sind halt absolut krass. Der Boden, hier ist nichts, wirklich gar nichts in irgendeiner Art und Weise Vandalismus. Wahnsinn, krasser Scheiß. Also das ist mal eine richtig, richtig krasse Location, oder? Was sagt ihr dazu? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr schon dabei seid. Krass. Das ist jetzt der untere Bereich. Ich würde sagen, gehen wir mal hoch. Alter. Alter, das ist ja... Schaut euch das an. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unfassbar, oder? Schaut euch diese ganzen Details noch an, die hier sind. Hinten alle Bauernschrank. Krass. Absolut krass, das muss man einfach so sagen. Wahnsinn. Also, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, aber ich bin total perplex, dass es sowas gibt. Krass, krass, krass. Ich weiß, ich sage oft in meinen Videos krass, aber das ist wirklich krass. Wahnsinn. Pass auf, Leute. Zack. Sind wir am Dachboden. Ha, Klavier. Ein Klavier am Dachboden. Ein alter Beinprothesen. Also hier sind ja auch viele Details vorhanden. Da war der Vorlauf jetzt nicht, weil da ist ein Loch drin. Seht ihr das? Das muss jetzt nicht unbedingt sein.
aber auch dieser Teil. Echt Hammer. Lasst es auf euch wirken. Krass. Wie gesagt, das Wohnzimmer hat mich echt weggeflasht. So viele Details, so viele Sachen noch zu sehen. Das hat mich wirklich komplett. Ja, für das hat sich heute der Tag schon gelohnt eigentlich. Wahnsinn. Ja, und ich würde sagen, wir verabschieden uns aus dieser Location. Auch wenn sie wunderschön ist und wenn man hier wahrscheinlich jetzt noch Stunden verbringen könnte, würde ich sagen, mit diesen Bildern verlassen wir dieses Haus. Und so wie wir gekommen sind, so gehen wir wieder. Wir kommen mit nichts und wir gehen mit nichts. Und bitte behandelt Lost Places mit Respekt. Also egal, ob du jetzt im Endeffekt irgendwo hingehst, zerschlagt nichts, macht nichts kaputt. Erhaltet einfach das Schöne. Wenn es ein natürlicher Verfall ist, gibt es ja nichts Geileres, wie wenn irgendwas natürlich verfällt, als wenn irgendwelche Idioten auf irgendwelchen Lost Places gehen und alles zertrümmern. Also das ist meine Bitte an euch. Ich bitte euch wirklich darum, das Ganze hier mit Respekt und Liebe zu behandeln und das Hobby einfach zu leben und ja, ein Abenteuer zu haben im Endeffekt. Also für mich ist das jetzt hier ein geiles Abenteuer. Also so einen Ort zu erkunden, macht mich glücklich. Klingt bescheuert, Leute, aber das ist so. Und vor allen Dingen, wie gerade die Anfangseuphorie auch war, wenn ihr seht, dass dann sowas noch funktioniert, dass noch Licht geht oder dass es dann so ein Raum ist, der so aussieht, das ist für mich das beste Glück überhaupt. Muss man einfach so sagen. Und was sagen Sie dazu, Jens? Geil, einfach nur geil. Hammer. Das ist für mich das beste Glück. Und vor allen Dingen, ich kann euch nur sagen, schließt euch mit anderen Urbexern zusammen. Unterhaltet euch mit ihnen, lebt das Hobby und dann habt ihr auch die Möglichkeit, sowas Geiles hier zu sehen. Also Wahnsinn. Und dieses Mal geht unser Dank an Davunga, dass wir uns sowas Geiles anschauen durften. Dann würde ich sagen. Das sind die alten Stallungen gewesen. Das ist jetzt der gute Hof. 1914. Der gute Typ war auch noch Infanterist bzw. bei der Armee. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Location.